Wann bin ich auf einer Reise? Nach der Mehrheit der Gelehrten befinde ich mich auf einer Reise, wenn ich die Stadtgrenze mit ca. 88 oder 89 Kilometern hinter mir gelassen habe. Dann, wenn das der Fall sein sollte, kann ich auf dieser Reise, während ich auf der Reise bin, meine Gebete verkürzen. Und das ist nach allen Gelehrten möglich, ist es sogar das Bessere nach den meisten Gelehrten, wenn nicht sogar Pflicht nach einigen Gelehrten. Und zweitens, ich kann auch die Gebete nach der Mehrheit der Gelehrten zusammenlegen. Und zwar das Mittag- und Nachmittagsgebet, entweder in der Zeit von Dhuhr oder in der Zeit von Asr, und das Maghrib- und Isha-Gebet, entweder in der Zeit von Maghrib oder in der Zeit von Isha. Ja, und das nennt man dann ebenfalls sozusagen Jam' Taqdim oder Ta'khir. Was ich nicht verkürzen kann, ist das Fajr-Gebet und das Maghrib-Gebet. Ich kann nur die Gebete verkürzen, die aus wie vielen Raka'a bestehen? Die aus 4 Raka'a bestehen. Wie lange kann ich jetzt mein Gebet als Reisender verrichten? Und zwar verkürzt und zusammengelegt. Und zwar insgesamt nach der Mehrheit der Gelehrten, ja, wenn ich nicht länger als 3 Tage mich an einem Ort aufhalte. Plus Abreise- und Anreisetag. Das heißt insgesamt 5 Tage. Ja, sobald ich mehr beabsichtige, an einem Ort zu bleiben, also ab 4 Tagen, ja, darf ich dann sozusagen nicht mehr die Gebete wie ein Reisender verrichten.